Der gesamte Hafen ist von Anfang an sehr designlastig gewesen. Es ist eine ganze Gruppe von Leuten, die das Ganze hier gegründet hat, und davon sind eine ganze Reihe Designer. Aber irgendwann ist die Idee gereift, ob man das, was auf Leinwand produziert wird von Christian, nicht auch mal in einem Aufzug in ähnlicher Form präsentieren könnte. Ich freue mich einfach, Kunst auch in ungewöhnliche Kontexte hineinzubringen und die Menschen zu überraschen und einfach träumen zu lassen. Man wird hineinkatapultiert in eine ganz eigene Traumwelt. Gerade die, die es nicht wissen, sind total überrascht und sind begeistert. Der Fahrstuhl hat mittlerweile seinen eigenen Instagram-Kanal, Hafen Elevator People. Und es ist ganz spannend zu erleben, was dort drin alles passiert. Der Nutzer erwartet ja nicht, wenn die Tür zu ist, dass so ein schöner, bunter Aufzug zum Vorschein kommt. Und ich denke, das gibt immer so diesen Wow-Effekt. Ich meine, am Bild geht man vorbei. Aber wenn die Tür sich öffnet und der Raum ist begrenzt, hat man einfach eine ganz andere Atmosphäre und ein ganz anderes Feeling. Die Fülle in diesem kleinen Raum hat irgendwo was. Der Fahrstuhl kann ruhig etwas langsamer fahren. Es macht schon Spaß, da drin zu stehen. Ich finde es einfach auch so von der Art her einfach was ganz Tolles, so einen Aufzug einfach so zu gestalten. Also mich hat es sehr inspiriert.